Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu einer weiteren frisch radioaktiv verseuchten Folge Fallout 76. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich wie immer erstmal ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen in der letzten Folge, doch allen voran für eure Aufmerksamkeit für dieses nukleare Killerprojekt der atomaren Zerstörungskraft. Ja, da stand es gerade, Monoga. Ja, wir müssen dir leider den Rücken zukehren, du wunderbares kleines Stietchen, denn wir haben heute was ganz, ganz Wichtiges vor. Wir sind auf der Suche nach Explosionsmittelkisten, idealerweise verschlossen, und meine schlaue Liste bzw. meine schlaue Karte zeigt mir eine weitere wow, jetzt bin ich ein bisschen verdutzt, den Bug kannte ich noch nicht. Warte mal, gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Eine weitere Explosionsmittelkiste, sehr, sehr verschlossen, im Norden an. Und zwar, na gut, im Nordosten. Hier oben irgendwo, ich habe mir schon mal eine Markierung gesetzt. Ich habe da schon mal was vorbereitet, aber vorher gucken wir uns mal diesen Bug an. Mein lieber Scholli, was ist denn das? Da haut irgendwas ganz gewaltig gerade nicht hin. Der macht ein bisschen Aerobic. Oh mein Gott, oh mein Gott! Es ist aus der Hölle! Wie übel. Wie übel. Ein bisschen hat mich das gerade verdutzt. Aber nur ein ganz klein bisschen. Voller Fokus wieder zurück. Ach ja, und ich wollte einfach mal auch wieder gucken, ob wir nicht irgendwo vielleicht beim Ashieb noch eins von diesen Events machen können. Denn, zumindest den Plan für die Kryogranaten können wir da noch ergattern. Oh, tatsächlich, da ist sogar gerade ein Event. Sehr schön. Stürmen und säubern. 44 Kronkorken können wir da runterwandern. Wir nehmen natürlich den Umweg über das Camp. Können wir ein bisschen Kohle sparen. Und außerdem können wir uns da ein bisschen Mais einstecken. Er sprießt schon wieder. Yay, Mais to the max. Und noch ein bisschen Wasser. Nice. Ist ja schnell abgekocht, das Ganze. Kochstation. Jawohl. Wir wollen erstmal das Wasser abkochen. Und dann alle Nahrungsmittel. Maissuppe oder Klingkornsuppe. Ist auch Essen und Trinken, ne? Jupp, nimm mal. Schön. Einfach mal auf die Leertaste hämmern, bis es überstanden ist. Yay! Voll gut. Voll gut. Und weiter geht's. Wir haben sogar gerade Durst. Jede Menge davon sogar. Essen und ein bisschen Maissuppe. Damit uns die natürlich nicht so schnell weggammelt, sollten wir sie natürlich zeitnah futtern. Keine Ahnung. Noch was? Nee, ne? Wir können weiter. Erstmal zum Event. Nein! Das gibt's doch nicht. Oh Mann, schade. Echt schade. Jetzt sind wir völlig unnötig hier ins Camp gereist. Aber naja gut, dann machen wir einfach hier jetzt weiter. Und zwar von Bailey Familienhütte. Und da sind wir auch schon. Bailey Familienhütte. Also laut Karte sollen wir hier schon mal gewesen sein. Aber naja, viele der Ortschaften, die schon mittlerweile ein blaues Symbol haben, wurden zwar von uns entdeckt, aber noch nicht so wirklich auf Herz und Nieren überprüft. Aber offensichtlich war hier sowieso gerade ein anderer. Nicht, dass er uns den ganzen guten Kram weggenommen hat. Hallo mein Schatz, dein Tod dürfte jetzt ungefähr 7 Monate her sein. Ach so, doch, das kennen wir. Auf jeden Fall hundertprozentig, wenn ich das jetzt im Stash nachprüfen würde. Das Dingling haben wir schon. Aber trotzdem nehme ich dieses Rezept mit. Und da können wir im Prinzip direkt weiter. Doppellooten machen wir nicht. Nein. Nur naja, gut. Außer wenn es wirklich guten Loot gibt. Aber offensichtlich. Nein, hält sich in Grenzen der gute Loot. Wir können weitermachen. Schön. Schön. Und wir müssen jetzt in die Richtung. Es müsste direkt da vorne sein. Das Örtchen, wo wir... Ach, gucke mal. Da ist sogar eine Werkstatt. Das wird das sein, ne? Das Örtchen sein, wo wir die Explosionsmittelkiste finden. Direkt vor uns. Ein Katzensprung. Ach ja, stimmt. Immersiver Laufmodus. In der Third Person. Also rein optisch, ne? Gehört diese Gegend, finde ich, wirklich zu den absoluten Highlights des Spiels. Passt auch gerade zur
zur aktuellen Jahreszeit hier in der echten Welt. The real world. Wow. Da hat sich einfach mal so eine richtig schöne Ortschaft noch versteckt gehabt. Nee, da waren wir noch nicht. Das wird gemeint sein. Schön. Aber ich sollte vielleicht mal ein bisschen schleichen. Jupp. Genau deswegen. Wow, Level 59. Wer war hier gerade? Da müssen wir jetzt durch. Aber naja, immerhin. Aber auch nur mit Sandmann-Bonus. Ich glaube, ansonsten wäre es alles ein bisschen frickliger. Wobei, gilt das jetzt schon? Gilt der Sandmann-Modus? Gute Frage. Fragen über Fragen über Fragen. Aber jetzt erstmal Fokus. Wir wissen, dass wir hier sind. Oder mit wem ballern die hier gerade rum? Ich bin wieder versteckt. Vorsichtig. Umgerüstete Munitionsfabrik. Wie bitte? Munitionsfabrik? Hier finden wir bestimmt jede Menge, na? Genau. Essen und Trinken. Wo sind die denn alle hin? Haben die sich jetzt versteckt? Die Feiglinge, die? Höp, höp, höp. Also wir haben ja schon jetzt eine gute Position. Wenn jetzt noch die Gegner draußen wären, das wäre toll. Aber hier ist keiner. Niemand. Und ich darf wahrscheinlich hier gleich mit der Powerrüstung runterspringen, weil es einfach mal zu gefährlich ist. Hier am Rand entlang runter. Ach komm. No risk, no fun. Eieiei. Nuchos grande, amigos. Nee, alles cool. Alles cool. Ist das die Kiste, die wir suchen? Das... Nee, das ist sie nicht. Aber die sieht ja verdammt ähnlich. Die sieht so einer Explosionsmittelkiste verdammt ähnlich. Aber die haben wir nicht gesucht. Nein, nein. Das nehme ich aber trotzdem mit hier. Schön. Eine weitere Ortschaft möchte von uns erkundet werden und von Supermutanten befreit. Ah. Schrotthaufen sammeln. Was kriegen wir da eigentlich nochmal? Besen, danke, nein, reicht schon. Oh, ein Besen! Welchen Level hat denn dieser Besen? Sehr schön. Level 28, Vollstrecke. Und tschüss! Ein schönes Ding. Aber wo ist der andere? Wo ist der Primus? Vor dem müssen wir uns echt in Acht nehmen. Wenn der einen Raketenwerfer oder so hat, dann wird's ungemütlich. Aber richtig. Wow. Was für geile Geschütztürme. Warte mal, stopp. Wie bitte? Ja? Hallo? Oh mein Gott. Das habe ich ja noch nie gesehen. Nicht auf mich schießen, ne? Vorsichtig. Wie krass. Schieß auf ihn. Auf ihn schießen. Gibt's denn noch ein Geschütz? Ich würde das zu gern sehen, wie das Geschütz den Supermutanten zerlegt. Komm schon! Nach rechts ein Stückchen noch. Noch ein kleines Stück. Okay, dann müssen wir es selber machen. Dann haben wir was anderes. Noch eine Sache mehr, auf die wir uns freuen können. Vielleicht müssen wir die mit dem Terminal oder so noch aktivieren. Naja, wie dem auch sei. Hey, Supermutant. Ja, du mich auch. Das hat wehgetan am Kopf, ne? Ja, ja! Ja, Mann! Jawoll! Wow, wow, wow! Alter Schwede. Aber sein Ziel genau ist das Geschütz nicht. Aber trotzdem cool. Verdammt cool. Ich hab alles geschützt. Schade.
Aua. Das tat sicherlich weh. Naja, gut. Es geht weiter. Hier ist noch einer, der was von uns will. Oh, das ist Primus, ne? Optimus Prime. Wow, was ist denn hier los? Wer kämpft denn? Ach, Mitspieler, Level 79. Der kommt mir gerade gelegen. Sehr schön. Überfall! Ein Glück, ein Glück. Ist man hier mehr oder weniger dazu gezwungen, das Spiel friedlich zu spielen im Abenteuermodus? Das sah in meiner letzten Aufnahme, The Division 2, noch ganz, ganz anders aus. Da war ich nämlich gerade unterwegs in der sogenannten Dark Zone. Und da ist PvP. Wow, PvP. Optional vorhanden. Aber da gibt es den besten Loot, deswegen waren wir da. Problem ist nur, der Loot in der Dark Zone ist kontaminiert. Ne? Und wenn man den rausholen will, muss man den mit einem Heli abholen lassen. Und während der Heli angeflogen kommt, kann man Mitspieler überfallen. Und das ist mir passiert. Drei maximal levelige Gestalten haben mir aufgelauert und mich dann niedergestreckt. Übel, echt übel, war aber richtig unterhaltsam, also für mich jedenfalls. Aber das dazu. Cool. So, hier sind noch mehr. Ja, komm, wir gehen rein. It's time. Bist du auch wegen der Expo-Kiste hier? Kann ich mir gut vorstellen. Holzkiste. Nein, die suche ich nicht, aber die mache ich auch mal auf. Hm, Schienbein. Nee, das brauchen wir gerade so wahr nicht. Feige Menschen, wie bitte? Das ist echt nicht schön von dir. Ich meine, wir können uns zwar mit Schusswaffen gegenseitig zerfetzen, aber keine bösen Wörter. Ja. Wow, hier ist ja richtig was los. Da ist ein Kürbis, ein Halloween-Kürbis. Nee, erstmal schön hier klar Schiff machen und dann gucken wir uns alles ganz fein säuberlich an. Wo sind denn hier alle? Dun, 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 dun. Ich finde, nein, ich erst dich finden. Und hep. Und hep. Oh, Kronkopf. Nee. Nur ein Motherboard. Brauche ich gerade nicht. Hm, weg ist er. Schade. Wahrscheinlich ist er unserem Mitspieler hier in die Hände geraten. So, ich glaube, jetzt können wir anfangen, die gute Stube hier auseinanderzunehmen. Der Hühnerlümmel, stehen bleiben. Aber ist nur ein schlechter Level 35. Den kriegen wir so hin. Wenn nicht, überraschen wir ihn mit unserer Power-Polenta. Aus allernächster Nähe. Hallöchen. Na, du Kleiner. Ja. Das zum Thema Überfall. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Alter Schwede. Nee, jetzt ist vorbei. Schluss mit lustig. Mein lieber Scholli. VRTS-Modus, WETS-Modus. Was ist mit dir los, bitte? Aus allernächster Nähe. Zweimal daneben geschossen mit einer doppelläufigen. Aber abgesägt ist die nicht, ne? Das ist einfach nur eine doppelläufige Schrotflinte, ne? Die Power Petra. Ja. Also abgesägt ist die nicht. Möchte ich jetzt hier nochmal festhalten. Aber egal, ich glaube, wir haben jetzt alle. Wir können uns jetzt voll und ganz dem Loot widmen.
Bitte in den Öffnen-Modus. Na? Nee, brauchen wir nicht. Weiter geht's. Das Terminal gucken wir uns gleich an. Das ist ja gerade hier so ein storytechnischer Leckerbissen wahrscheinlich. Aber zuerst will ich hier mal die unteren Stockwerke nach der Kiste durchsuchen, weswegen wir ja eigentlich hier sind. Impro-Repetierer. Und noch ein bisschen extra Muni. Oh nein, das wollte ich gar nicht hochheben. Nein, lass es liegen, bitte. Ich brauche kein Sturmgewehr. Es reicht, bitte. Das nächste Mal nehmen wir dich mit, ne? Papiertüte, erscheine, da ist sie. Puh. Ja, das ist auch immer so eine Sache. Das dauert ja immer so eine Sekunde. Und da bin ich mir dann immer nicht so sicher, na, habe ich den Gegenstand, den ich gerade ablegen wollte, wirklich abgelegt? Aber ja. Ich habe ihn verwandelt in eine Papiertüte. Eine herrenlose Papiertüte. Die hier eine gute Minute oder zwei noch rumliegen wird. Wobei, wie lange bleibt die eigentlich nochmal liegen? Das steht auch daneben, ne? Nee, nicht so wirklich. Schade. Okay, ich glaube, ich habe das gerade wieder verwechselt mit Ark, was ich auch gerade nebenbei spiele. Aber das nur am Rande. Cola? Keine Cola für Leo. Schade. Sonst dreht er wieder durch. Wie bitte? Explo-Kiste, wo bist du? Und das Terminal nicht vergessen. Die muss hier irgendwo sein. Irgendwo muss diese Kiste rumstehen. Zumindest haben wir hier schon mal eine Rüstungswerkbank. Gleich mal den Schrott zerlegen. Ja, gesamten Schrott zerlegen. Dankeschön. Klebeband nehme ich auch mit. Oh yeah. Na? Aber da war oben noch ein Raum, der komplett zugeschlossen war. Mit dem Terminal. Stimmt. Könnte ich mir gut vorstellen, dass da die Kiste steht. Das kann doch nicht sein, dass ich schon wieder Durst habe. Was ist denn hier los? Das muss an der Ortschaft liegen. Ich futter auch mal nebenbei hier alles, was ich so an noch verstrahlten Kram hier dabei habe. Und eine Luca Cherry. Yay. Suppe. Kein Wasser mehr. Ups. Da müssen wir auf jeden Fall für Nachschub sorgen. Ja, nee. Führt kein Weg dran vorbei. Wir gehen mal nach oben. Da ist ja noch dieser besagte versperrte Raum. Wir hoffen mal, dass wir da oben Glück haben werden. Ansonsten, nee, ne? Da ist die Werkstatt für die Werkstattmission. Hier sind wir von hochgesprungen. Werkzeugkasten. Nichts von Wert. Zumindest nicht für uns. Komm schon, Mann. Bitte lass das hier nicht so ein Mount Blair-Debakel werden. Was können wir hier machen? Terminal benutzen. Initialisiere. Ja, ist okay. Ich warte. Wahrscheinlich können wir das erst machen, wenn wir die Werkstattmission begonnen haben. Aber daran habe ich gerade kein Interesse. Ich bin nur wegen der Kiste hier. Nur wegen der Kiste. Mehr will ich gar nicht. Und das Terminal nicht vergessen. Ist es das Terminal gewesen? Mist, wir sind zu langsam gewesen. Das war kein Sprint. Warum hat er eigentlich nicht gesprintet? Weiß ich nicht. Ich versuch's mal mit dem immersiven Third-Person-Sprung-Modus. Da ist das Terminal, was ich gerade eben gemeint habe. Aber eine Sekunde. Hä? Geht doch. Das ist nicht das Terminal, was ich gemeint habe. Das andere. Das war ja im Keller. Stimmt. Entschuldigung. Mein Fehler. Da ist noch ein Geschützturm. Kann ich reparieren? Na klar, warum nicht? So ein armes kleines Geschütztürmchen. Da haben wir auf jeden Fall Mitleid. Kann ja nicht sein, dass das hier einfach so, weiß ich nicht, so vor sich hin schläft. Nein, nein. Bei mir müssen die Geschütztürme alle rattern. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Okay, wir fangen jetzt an einfach mal mit dem Kellerraum. Mit dem Terminal. Bevor ich hier wirklich mich wieder verfranse in so einen innerlichen, gedanklichen Loop gerate. Das ist nicht gut. So, runter, Keller, Keller, Keller. Öffnen, ja, sehr. Das ist nicht der Keller, den ich gemeint habe. Hier ist noch ein Keller. Oder noch tieferer Keller. Einen Moment. Ich habe ihn gleich. Er kann nicht mehr weit entfernt sein.
Wuhu, jawoll! Was hat er denn gekauft? Habe ich gar nicht aufgepasst. Toilette, aha. Kram. Ist eine Ausgangstür, richtig, ja. Ist ganz schön verwinkelt hier, diese Ortschaft. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin überrascht. Ach komm, egal. Das erste Terminal, was mir jetzt vor die Flinte gerät, wird geöffnet, wird gehackt. Sofern es hackbar ist. Und dann das andere natürlich auch noch. Dann danach das... Stopp, das andere dann danach. Sag mal. Sprinte mal hier vernünftig, bitte, dass ich hier vernünftig rüberkomme. Jawohl, geht doch. So, Terminal Nummer 1. Entsperren. Wir wollen hacken. Erstmal schön die Klammern lösen. Nein. Nein. Ja, so ist gut. So ist gut. Und von innen nach außen, ganz wichtig. Sonst verschwendet man potenzielle Klammergebilde. Zack. 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 Viel im Sinn. Achso, wir sind fertig, ne? Models. Das Passwort ist Models. Okay. Und weg hier. Das reicht. Haben wir hier eventuell eine Explorkiste? Nein, natürlich nicht. Schade. Echt schade. Aber den Tischventilator immerhin. Kleber. Und ein Zettel. Ui, was hat er denn vorgehabt? Floyds Notiz. Horace. Diese Munitionsfabrik ist eine verdammte Goldmine. Wir haben ein paar Munitionskisten aufgeladen und schicken sie zurück zu der Farm in Harper's Ferry. Besorg uns noch ein paar zusätzliche Leute, damit wir das Gebäude sichern können. Denn liebe Floyd... Ja, ein Geschäftsmann durch und durch. Nein, das ist eine Holzkiste. Keine Munition, keine Explosionskiste. Schade. Schade. Und dich kriege ich jetzt... Ach, ich habe den Buff gar nicht an, ne? Bin gar nicht im Draußen-Modus. Jetzt aber! Und irgendwie kann ich aber diese Kiste gerade nicht nach weiterer Munition durchsuchen. Warum nicht? Wie bitte? Müsste eigentlich kommen, aber naja, vielleicht geht das nicht mit jeder Kiste. Vielleicht ist die ein oder andere Kiste... mit dieser Fähigkeit nicht kompatibel. Würde ich mich nicht wundern. So, wo war denn jetzt nochmal das andere Terminal, was ich lesen wollte? Und die große Frage ist, wo ist die Kiste hier? Mann. Speisung der Hungrigen. Nein, jetzt gerade nicht. Ich würde jetzt gerade nur noch ganz schnell die Ortschaft wechseln, wenn uns eine Mission, ein Event aus dem Ash-Heap oben links aufploppen würde. Damn, das kann doch nicht sein. Wo ist denn das olle Terminal? Wir waren doch gerade eben noch da. Ich werd wahnsinnig. Ein gutes Stück wahnsinniger bin ich heute geworden. Doch. Warte mal. Gar nicht mal so verkehrt. Ach nee, hier war es nicht, ne? Da war noch irgendwo ein Terminal. Wo steht es? Hätte ich es mal gleich gelesen. Notiz an mich selber für später. Ein Terminal nie wieder so stehen lassen einfach. Nie wieder. Ansonsten verliere ich es. Nicht cool. Gar nicht cool. Na? Was war denn das? Letztes Mal bin ich hier durchgekommen. Aber sowas von. Ich bin hier richtig durchgeflutscht. Verdammt! Da ist es. Oh mein Gott, da hätte ich mich ja dumm und dämlich suchen können. Das ist nicht im Keller gewesen, das war auf der mittleren Ebene. Alles klar, gut zu wissen. Na dann mal ran. Aufseher-Terminal, Aufseher-Notizen 12.02.76. Ich freue mich, berichten zu können, dass wir diesen Monat eine Spitzeneffizienzrate von 98% erreicht haben. Es wurden annähernd 150 Fernseher hergestellt, verpackt und versendet. Ich glaube, es ist das erste Mal seit 2 Jahren, dass wir keine deaktivierten Maschinen, Werkstattunfälle mit Angestellten oder die typischen Strahlungsverbrennungen zu verzeichnen hatten. Naja, ein einziges Mal sind Chemikalien ausgetreten,
aber das war im Aufenthaltsraum, daher würde ich es nicht als Werkstattunfall bezeichnen. Naja gut, aber trotzdem ist es ein Arbeitsunfall, würde ich sagen. Aufsehernotizen 20.05.76. Laut Zentrale wollten heute irgendwelche Militärleute kommen, um die Fabrik zu inspizieren. Daher haben wir alle Angestellten angewiesen, die Werkstatt lupenrein zu putzen. Die Offiziere sind wirklich auf die Minute pünktlich erschienen und haben ihren Rundgang gemacht, um Messungen durchzuführen. Einer hat sich dabei ständig Notizen gemacht und der andere 1 Million Fragen zu unserer Arbeit gestellt. Als sie fertig waren, sind sie kommentarlos abgereist. Ich bin nicht sicher, was das alles sollte, aber ich schätze, wir werden wohl unseren Anteil an den Kriegsvorbereitungen leisten müssen. Aufsehernotizen 5.7.76. Die Techniker der Army kommen diesen Monat, um unsere Anlage in eine Munitionsfabrik umzuwandeln. Offenbar haben wir die passenden Maschinen und die richtige Infrastruktur für eine schnelle Umstellung. Ich habe Colonel Myron Pollard kennengelernt, der bei der Operation das Sagen haben wird. Er hat keine Zeit verschwendet und gleich das Personal festgelegt, mich zum Arbeitnehmervertreter ernannt und Teile der Fabrik einreißen lassen. Ich habe das Gefühl, dass wir so bald keine Fernseher mehr herstellen werden. Aufsehernotizen 5.11.76. Die Fabrik produziert nun seit 2 Monaten wie angeordnet Munition am laufenden Band. Zuerst war ich skeptisch, ob mein Personal der Arbeit gewachsen ist, aber dann angenehm überrascht, als uns Colonel Pollard zu unserem Beitrag zu den Kriegsbemühungen gratulierte. Seit Pollard mein Büro übernommen hat, stehe ich mit dem Rest der Angestellten am Fließband. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht, sich wieder die Hände schmutzig zu machen. Ich wünschte nur, ich würde Fernseher statt Patronen herstellen. Aufsehernotizen 20.01.77. Nach ein paar Monaten am Fließband ist mir aufgefallen, dass die Munitionskisten, die wir befüllen, einfach nur im Lagerbereich herumstehen. Als ich Colonel Pollard darauf angesprochen habe, hat er es mit einer Handbewegung abgetan und gemeint, dass wir Vorräte sammeln. Das Ganze fühlt sich allmählich reichlich sinnlos an. Wenn diese Munition so wichtig sein soll, wieso ist sie dann nicht auf dem Weg nach Alaska? Dann ist es mir gedämmert, diese Kriegsbemühungen waren nicht nur für die Soldaten, sondern für unser aller Moral, um die Wirtschaft zu stärken. Denn was können ein paar Patronen schon ausrichten, wenn alle ihre Atomraketen zünden? Wow, stimmt, daran habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Die haben einfach nur der Show wegen Munition hergestellt. Das haben sie dann schön durchsickern lassen, wahrscheinlich schön propagieren lassen von den Medien. Ja, bei uns wird Munition im großen Stil hergestellt. Wir werden es mit den Gegnern schon aufnehmen können, aber bam, natürlich. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Krass. Heftig. Jetzt fehlt nur noch die Explo-Kiste. Aber ich glaube mal, die ist nicht hier drinne. Die ist hier drinne nicht zu finden. Ich guck mal draußen. Auf dem Dach waren wir schon. Hier sind wir auch mehr oder weniger gründlich schon durchgesaust. Aber irgendwo muss die ja rumstehen. Okay. Dann draußen nochmal eine Runde. Ich hoffe mal, dass das hier irgendwo ist. Aber das wird schon da sein. Ich gucke nochmal auf meine schlaue Karte. Nee, das ist schon hier. Wobei, es ist genau hier auf dem Peak quasi. Genau hier eigentlich. Ach verdammt. Nicht, dass wir uns hier gerade so ein bisschen verfranst haben. Es wäre ja nicht schlimm, weil ich kannte die Ortschaft noch nicht. Und ich mache das ja ganz gerne, mir hier die Ortschaften so ein bisschen genauer anzugucken. Aber es dämmert mir schon so langsam, dass wir hier nicht fündig werden. In Sachen Explosionsmittelkiste. Hier bin ich auch schon lang gelaufen. Kleiner Werkzeugkoffer. Ja, auch nicht in dem Jeep, vielleicht draußen. Bei so einem Militärfahrzeug. Nee, hier auch nicht. Hier drüben. Nee, schade. Aber der Stash. Oh, warte mal. Eine Lagerkiste. Hat hier jemand sein Camp aufgebaut? Ist das ein Camp? Na klar, ist das ein Camp. Oder? Das ist das Zelt. Stimmt, ich glaube, so eins habe ich auch gekauft mal. Vor langer Zeit. Verwertungskiste, Transfer. Nein, danke.
Das ist ein Premium-Spieler, ne? Ein Premium-Spieler! Vergiss es! Nie wieder! Ist nur Spaß, ist nur Spaß. Ich möchte den Klassenkampf zwischen den Premium und den, ich mach mal Gänsefüße, Free-Usern hier nicht anheizen. War ein Spaß. kann mich natürlich auch getäuscht haben. Aber ich glaube, die Scrapbox, ne, das ist die mit unendlich Fassungsvermögen. So, aber egal. Ich laufe jetzt nochmal in die Richtung, in der mir die Karte ziemlich... Oh Gott, hier ist die Kiste, ne? Damn! Okay. Dann müssen wir das Lager hier noch ausnehmen. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte wirklich, also das Symbol für die Explo-Kiste ist ja auch ziemlich nah gewesen hier. Der Fernseher-Munitionsfabrik. Egal, dann machen wir eben dieses Lager auch noch platt. Auf, auf!